Fußball kann so bitter sein. Die KSC-Fans voller Enttäuschung, nachdem sie ja gefühlt schon fast in der ersten Liga waren. Dem KSC fehlten nur noch Minuten, aber dann die folgenschwere Fehlentscheidung. Freistoß HSV, Ausgleich und später der Sieg der Gäste. Beim KSC versteht man die Welt nicht mehr. Ich glaube, es haben, ja, keine Ahnung, 3 Minuten, 4 Minuten gefehlt, um wirklich diesen Traum wahr werden zu lassen. Dann gibt es einen Freistoß. Ich habe es mittlerweile 4, 5 Mal gesehen. Zweifelhaft. Dieses Kriterium der Vergrößerung habe ich nicht gesehen. Trotzdem wurde es gepfiffen. Damit müssen wir leben. Das ist natürlich bitter, weil ich glaube, wir hätten diese 3 Minuten überstanden mit dem Einsatz, mit dem Herz. Weniger sachlich formulierte es Jens Todt. Der KSC-Manager sagte, Zitat, man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte. Und riet Schiedsrichter Gräfe Augen auf bei der Berufswahl. Ich ärgere mich, dass das 1-1 noch eine krasse Fehlentscheidung zustande gekommen ist. War niemals ein Handspiel. Wäre der Freistoß nicht zustande gekommen, hätten wir 1-0 gewonnen und wären in der ersten Liga. Also, deswegen eher Wut wie Trauer. Ja. Ich finde einfach, es war nicht okay heute. Durch den Freistoß, der eigentlich keiner war. Okay, ist halt so. Man muss es hinnehmen im Fußball. Ganz bitter für den KSC, der den Nichtaufstieg immerhin mit Fassung trägt. Trainer Kauczynski weiß, dass auch solche Aktionen, die man im Nachhinein nicht verstehen kann, leider dazugehören. Heute waren wir die Leidtragenden. Und das ist natürlich ganz bitter.